Das Jahr 2020 hat schon angefangen, aber ihr wisst noch gar nicht, was euch erwartet. Zumindest nicht von meinem Ohrenkino. In diesem Video will ich euch ganz kurz erklären, was ich 2020 alles geplant habe, was ich machen möchte und am Ende des Videos habe ich auch noch eine ganz kleine Überraschung für euch. Es lohnt sich also dran zu bleiben. Aber jetzt erstmal das Intro. Wir sehen uns gleich. Glück auf und willkommen zu einem neuen Vlog-Video. Wie schon angekündigt, ich möchte euch in diesem Video einfach mal zeigen, was ich so 2020 alles geplant habe. Dazu fange ich aber erstmal bei 2019 an. Und zwar habe ich 2019, wollte ich ja eigentlich Motorum Kibus Episode 4 fertigstellen. Das habe ich leider nicht geschafft. Und die Gründe dafür erzähle ich euch jetzt. Und zwar war es, dass ich 2019 habe ich andere Produktionen gemacht, die einfach Vorrang hatten, beziehungsweise ich das Skript halt noch nicht fertig hatte und ich dachte mir, ach, ich mache erstmal das Hörspiel und dann mache ich danach eben Motorum Kibus Episode 4. Allerdings hatte ich dann schon die nächste Anfrage von dem nächsten Hörspiel und das hat sich dann immer so weitergezogen. Und zwar das erste Hörspiel, was ich gemacht habe, das war für Contendo Media. Leider ist es noch nicht veröffentlicht, deswegen darf ich darüber noch nicht erzählen, was genau es ist, aber es ist fertig und der Christoph wird es irgendwann wahrscheinlich nächstes Jahr veröffentlichen. Danach stand auch schon das nächste Projekt am Start und zwar habe ich über das Hörspielprojekt hat man mich angefragt, sie suchten Cutter, da ist jemand ausgefallen und da bin ich in eine Produktion eingestiegen, die eigentlich schon, ja, die waren mittendrin. Und zwar war es die Folge oder die Serie Parapol und die Folge heißt, also Parapol Luxemburg, weil die Folge spielt in Luxemburg und die Folge heißt Strick. Parapol kennt ihr vielleicht, das sind immer so Kriminalfälle in verschiedenen Ländern, die immer so einen mysterischen Touch haben. Hört auf jeden Fall mal rein, lohnt sich in jedem Fall. Das habe ich auf jeden Fall auch letztes Jahr noch fertig gemacht und hatte dann wieder keine Zeit für Motorum Kibus Episode 4. Dann hat mich nochmal der Frank Hammerschmidt angefragt, ob ich nicht Lust hätte, eine weitere Zukunftschronik zu machen. Und für den habe ich ja schon zwei Stück gemacht und da wollte ich ihn auch nicht hängen lassen und habe dann auch wieder zugesagt, mache ich. Und plötzlich war das Jahr auch eigentlich schon zu Ende. Das Hörspiel zeige ich euch gleich nochmal. Das ist jetzt mittlerweile fertig. Das Master ist erstellt und ja, da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Was ich auch noch gemacht habe, war, ich habe sehr viele Rezensionen geschrieben. Und was mich sehr gefreut hat, es haben mich 2019 unheimlich viele Firmen oder Labels oder Verlage angeschrieben, ob ich nicht Lust hätte, von denen ein Produkt oder ein Hörspiel oder Hörbuch zu rezensieren. Und das habe ich gerne gemacht. Ich habe natürlich die Hörspiele kostenlos bekommen, konnte mir sie anhören und habe dann eine Rezension geschrieben. Und da waren auch so tolle Sachen dabei, wie von Wolfie Office. Der hatte mich ja mit Hörspielen versorgt. Und zwar einmal geht es hier um die Prüfung. Da sind schon die ersten beiden Teile erschienen und die Rezension könnt ihr auf meinem Blog nachlesen, wenn ihr wollt. Aktuell habe ich geschrieben, auch eine Rezension 5 nach 8. Das ist so jetzt die letzte Rezension, die ich geschrieben habe. Alle von Wolfie Office. Wenn ihr wissen wollt, was in den Hörspielen so abgeht, einfach auf meinen Blog gehen. Ich verlinke unten auch nochmal die Rezis. Da könnt ihr in der Beschreibung nachgucken. Und würde ich mich auch freuen, wenn ihr da vielleicht einfach mal reinklickt. Und natürlich, wenn ihr die Hörspiele auch kauft. Worüber ich mich auch besonders gefreut habe, war, dass ich von der Lauscher Lounge angeschrieben wurde. Die haben auch ein neues Hörspiel gemacht letztes Jahr, das heißt Kleiner 3. Da geht es um ein schwules Pärchen und eine Frau, die eben zusammen ein Kind haben möchten. Und die Frau ist halt die Leihmutter und das schwule Pärchen soll später dann das Kind adoptieren. Ist ein sehr guter Stoff, findet man selten in Hörspielen. Und was da aber genau passiert, könnt ihr auch in einer Rezension nachlesen, auch auf meinem Blog, verlinke ich euch auch unten in der Beschreibung. Ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Ding. Und dann, das ist auch das Letzte, wofür ich Werbung machen möchte, Anomalia. Das durfte ich auch rezensieren, habe ich mich auch sehr darüber gefreut. Auch eine sehr tolle Geschichte, mittlerweile 6 Folgen. Die 7. Erscheint demnächst,
genau, wo ist die sechste? Genau, das ist die letzte. Hochmut kommt vor den Fall. Da habe ich auch einige Folgen rezensiert. Und wie gesagt, Folge 7 wird auch bald erscheinen. Ich glaube, im April müsste ich nochmal nachgucken. Und da lohnt sich auch auf jeden Fall mal reinzuhören. Das waren halt die Gründe, warum ich 2019 gar nicht so viel Zeit für Hörspiele hatte, beziehungsweise für meine eigenen Hörspiele, weil ich eben sehr viele andere Produktionen gemacht habe. Und das soll sich aber jetzt ändern. Und zwar ist tatsächlich mein nächstes Projekt Motorum Cibus Episode 4. Ich habe jetzt alle Hörspiele abgeschlossen und ich möchte dieses Jahr mich auch voll und ganz auf meine eigenen Produktionen konzentrieren und eben auf jeden Fall Episode 4, das wäre dann für die erste Ministaffel die Abschlussfolge, machen. Und im Anschluss möchte ich eigentlich auch ganz gerne eine Folge machen, was davor geschah. Den Titel kann ich euch auch schon verraten. Die Folge wird heißen Ground Zero und es ist ein Prinzip, was eben passiert ist, als die Seuche ausgebrochen ist, wie die Seuche ausgebrochen ist und so weiter. Aber dazu in einem anderen Video dann später mehr. Was ich noch geplant habe, wo ich mir aber nicht sicher bin, ob ich das dieses Jahr noch schaffe, weil ich schaffe im Jahr tatsächlich nicht mehr als 3 Produktionen und das ist schon eine ganze Menge, würde ich gerne eine Fortsetzung von meinem allerersten Hörspiel machen, Maximilian Stark. Da wird es auch einen zweiten Teil geben. Ich habe dafür schon sehr viele Ideen gesammelt. Ich habe mit dem Schreiben allerdings noch nicht angefangen. Ich habe auch ein paar alte Sprecher gefragt, ob die wieder mit dabei sein wollen. Und das sieht bis jetzt ganz gut aus. Und wenn ich es schaffe, würde ich ganz gerne dieses Jahr eben auch noch eine Fortführung von Maximilian Stark machen. Ja, aber was erwartet euch noch dieses Jahr? Ich werde natürlich weiterhin Rezensionen auf meinem Blog veröffentlichen. Es läuft ganz gut. Ich habe auch schon einige Kooperationen angeboten bekommen und das hört sich alles ganz gut an und es macht mir auch weiterhin Spaß. Und wenn ihr vielleicht irgendwie ein Hörspiel habt, was ihr gerne mal bei mir auf dem Blog lesen möchtet, macht mir einfach in den Kommentaren Vorschläge und ich schaue mir die mal an und dann gibt es vielleicht auch eine Rezension dazu. Fände ich wirklich klasse, wenn ihr das machen würdet. Ich hatte ja vorhin erwähnt, dass ich noch gerade an einer Zukunftskunde sitze, beziehungsweise dass die gerade fertiggestellt werde und ich bin jetzt gerade noch dabei, so den letzten Schliff zu machen und das zeige ich euch eben mal am Rechner, was ich da mache. Hier seht ihr jetzt mein Masterprojekt für die neue Zukunftschronik, die jetzt demnächst erscheinen wird. Das ist jetzt fertig abgemischt. Ihr seht, ich habe hier für jede Szene bekommt eine eigene Spur. Da unten seht ihr auch hier, das sind meine Audiosignale und hier kann ich am Mixer nochmal separat einstellen, wenn ich sage, ja, die Szene ist vielleicht insgesamt ein bisschen zu leise oder so, kann ich das hier noch, kann ich hier noch eingreifen. Und ihr seht, wir haben hier insgesamt 17 Szenen und ich habe die halt immer so ein bisschen eingefärbt, damit ich immer die unterscheiden kann. Also gehen wir hier nochmal ein bisschen näher ran, dann zeige ich euch hier so, das sind hier so die Übergänge. Hier seht ihr, das schiebe ich dann einfach immer nur so passend, dass die Übergänge einfach schön sind, dass die gleichmäßig sind. Und bei den einzelnen Projekten der Szenen mache ich es ganz gerne so, dass ich immer am Anfang und am Ende die halt so ein bisschen einfade oder so ein Outfade mache, damit ich die später einfach schöner übereinander legen kann, dass der Übergang einfach, dass es so einen schönen Übergang ergibt. Dann zum Schluss, der letzte Feinschliff wäre dann, dass ich bei der Masterspur noch einmal einen Effekt drauflege, wo ich so ein bisschen ja, den Sound insgesamt so ein bisschen satter klingen lasse, dass ich hier noch so ein bisschen die Tiefen ein bisschen anhebe und hier mit der Lautness noch so ein bisschen spiele, damit das Master insgesamt so ein bisschen vom Sound her nicht so klinisch tot ist, sondern noch so ein bisschen Wärme bekommt und ein bisschen satter klingt. Also Frank Hammerschmidt, der die Zukunftschronik geschrieben hat, der hat das auch schon abgesegnet soweit und da wird es im März dann im Hörspielprojekt wieder eine Hörspielpremiere geben, aber da erfahrt ihr auf meiner Facebook-Seite mehr. Ich hatte ja am Anfang des Videos gesagt, ich hätte eine kleine Überraschung für euch. Ich muss ein ganz klein wenig korrigieren, es hat auch ein bisschen was mit Eigenwerbung zu tun, aber was es genau ist, das zeige ich euch jetzt. Was ich noch vergessen habe zu erwähnen, sind natürlich unsere Creepy Tales. Creepy Tales, das sind kurze Horrorgeschichten, die ich exklusiv auf YouTube hochladen möchte. Und dazu habe ich mir ein bisschen Verstärkung gesucht. Das Ganze mache ich zusammen mit Philipp Bösand. Ihr kennt ihn vielleicht von der Neuvertonung. Und wir machen zusammen diese Creepy Tales. Wir suchen aber trotzdem noch Verstärkung fürs Team. Wenn ihr also bei den Creepy Tales dabei sein wollt, zum Beispiel als Autor, Komponist oder auch als Cutter, dann schreibt uns einfach eine E-Mail. Unten in der Beschreibung sage ich euch welche. Und dann gucken wir mal, ob wir
wir was zusammenstemmen können. Ihr habt vielleicht bemerkt, ich trage diesmal einen sehr farbenfrohen Pulli. Das hat auch was mit meiner Überraschung zu tun. Und zwar möchte ich 2020 endlich mein Spreadshirt-Shop an den Start bringen. Und zwar gibt es da neue Motive, neue Mein-Ohren-Kino-Motive. Es gibt Motive, wie gesagt, mit meinem Logo drauf. Wir haben auch hier schöne Mützen mit dem Logo drauf. Oder hier seht ihr das Motiv von Morturum Kibus. Das heißt, wenn ihr auf meinen Shop geht, werdet ihr auf jeden Fall einiges finden. Eine Sache ist ganz neu, und zwar die Marke Kassettenkind. Es ist nicht wirklich eine Marke, aber unter diesem Begriff Kassettenkind möchte ich alle Motive sammeln, die so ein bisschen Vintage-Style haben, so ein bisschen 80er-Look. Und dazu habe ich meine Frau gebeten, sie möchte doch mal so ein paar Sachen illustrieren, die einfach wie wir von früher kennen. Ein Kassettenrekorder, ein Walkman und so Kassettentapes, wo das Band so ein bisschen rausläuft, womit sich die Leute und auch die Hörspieler so ein bisschen identifizieren können. Wie die Motive genau aussehen, das zeige ich euch jetzt. Genau, das ist jetzt meine neue Idee für den Spreadshirt-Shop, also für meinen Spreadshirt-Shop. Und zwar möchte ich so typische 80er-Jahre-Vintage-Hörspielmotive unter dem Label Kassettenkind veröffentlichen. Und ihr seht hier Kassettenkind, das ist so eine handgeschriebene Schrift. Und hier hinten ist dieser Schweif, das soll eine so ein, von einem Tape, so ein Band sein, was sich hier einmal kräuselt. Und hier oben der E-Punkt, das ist das Rädchen von der Kassette, ne, wo man so vor und zurückspulen kann. Und wie gesagt, Kassettenkind, habe ich mir gedacht, das passt eigentlich ganz gut. Und da hat meine Frau, die Maike, auch ein paar Motive dafür illustriert. Zeige ich euch hier auch mal. Ne, ihr seht so ganz klassisch, hier seht ihr wieder, da seht ihr ja dieses Rad. Das sind so diese typischen Kassetten, die man sich in den 80ern so aufgenommen hat. Hier sieht man Radio 1984. Früher haben wir das so gemacht, dass wir wirklich eine Kassette in den Kassettenrekorder gesteckt haben und einfach die Songs aufgenommen haben, die uns im Radio gefallen haben. Und hier unten auch nochmal das Tape, was sich da so ein bisschen, ne, das Band, was sich da so verwurschtelt. Ne. Dann haben wir hier noch einen klassischen Kopfhörer. Dann noch hier das Mixtape als Einzelobjekt. Und dann nochmal ganz klassisch den Walkman. Dann gibt es auch noch weitere Motive, die ich zeigen möchte. Das ist hier zum Beispiel aus dem Rollenspiel Morturum Kibus, die Hand, die so aus dem Boden kommt. Das wird es auch als Motiv geben in meinem Spreadshirt-Shop. Und ich werde jetzt im Jahr 2020 auf jeden Fall noch weitere Motive einstellen. Es lohnt sich also auf jeden Fall ab und an mal in den Shop zu gucken. Und vielleicht ist ja auch was dabei, was euch gefällt. Und man kann sich davon, wie gesagt, T-Shirts machen lassen. Taschen oder Mützen, Hoodies, was auch immer. Das soll es für dieses Mal auch gewesen sein. Ich habe mich wieder gefreut, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Vergesst nicht, die Glocke zu drücken und meinen Kanal zu abonnieren. Dann verpasst ihr keine meiner Videos oder meiner Hörspiele. Und dann bleibt mir noch zu sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Habt Spaß, hört Hörspiele und bis dann.